Hey Leute, was geht? Willkommen zurück bei Pokémon Saphir Edition. Im letzten Part haben wir unseren Vater Norm in der Arena von Blütenburg City besiegt, haben dafür den Balanceorden bekommen und jetzt sind wir hier, wie im letzten Part besprochen, an Ort und Stelle und ich hab euch was zu sagen. Und zwar, ich hab kurz vorm Part habe ich noch ein paar Sachen verkauft, ein Nugget und zwei Sternstaub und hab dafür nochmal ein paar Supertränke eingekauft, ein paar Schutz auch noch hier. Das Problem ist bei der bei Blütenburg City im Markt, die haben keinen Superschutz, die haben nur Schutz. Und ja, machen wir uns nichts draus, benutzen wir eben mal eben die Superschutze. Ja, machen wir das einfach mal, das gönnen wir uns jetzt. Und jetzt können wir Surfer einsetzen. Wir dürfen das jetzt, hat unser Vater uns jetzt erlaubt. Und jetzt sind wir hier und klappern hier ein bisschen die Seeroute ab. Ja. Jetzt sind wir nämlich hier auf Route 105, ne? Und ich kann euch sagen, die Route, oder beziehungsweise die Strecke zwischen Blütenburg City, Faustauhafen und Graffitport City als Seeroute sind extrem lang. Und ich werde mir dafür auch ein, zwei Parts Zeit nehmen. Aber damit das jetzt auch nicht so langweilig für euch wird, habe ich mir überlegt, habe ich ein Thema für euch. Für euch. Und zwar, es geht um die neuen Spiele, die neuen Pokémon-Spiele, die im November rauskommen. Und zwar Alpha Saphir und Omega Rubin nämlich, ja? Und zwar, ich habe damit euch so ein bisschen die Neuerungen und Änderungen zu besprechen. Und ja, fangen wir einfach mal an, oder? Und zwar, es geht, ich habe zuerst mal was über die Supergeheimbasen zu sagen, die in Alpha Saphir und Omega Rubin die es da gibt, ja, die da anprogrammiert wurden. Und zwar, die Supergeheimbasen sind die Nachfolger der Geheimbasis. Allgemein lässt sich darüber auch sagen, dass man während des Spiels einen Geheimbasenmeister trifft. Und zwar heißt er Johnson. Und der soll den Protagonisten, also wir, ja, er soll uns lernen, ja, er erklärt uns was, so ein bisschen was über die Geheimbasen, über die Supergeheimbasen. Und außerdem, ja, kann man seine eigene Base noch via Street Pass oder QR-Code mit anderen Spielern auf der Welt austauschen. Das ist, finde ich, eine super geile Neuerung, ja. Ich kann mich noch dran erinnern, wie das war bei Saphir und Rubin. Man musste da über Link-Kabel ins Poké-Center, glaube ich, reinlaufen und die Geheimbasen so austauschen, ja. Und das hat immer so, ich kann mich immer so daran erinnern, dass es ziemlich lang gedauert hat. Und ja. Deswegen finde ich das cool, dass man das per Street Pass oder per QR-Code machen kann, weil da hat man auch wieder eine höhere Bandbreite an Spielern, die dann seine eigene Base sehen können. Und das Gute, was Game Freak da bei belassen hat, ist, dass die Dekorierung wieder möglich ist. Man kann seine super Geheimbasis wieder dekorieren. Und man kann sie sogar umbauen zu einer individuellen und charakteristischen Pokémon-Arena. Das finde ich auch geil. Man konnte sich ja so Fallen aufstellen in der Geheimbasis in Rubin und Saphir. Und jetzt ist das so, man kann daraus sogar eine eigene Pokémon-Arena machen. Ich habe es ja immer cool gefunden da in Saphir und Rubin, wo man gegen seine Freunde in der Geheimbasis noch kämpfen konnte. Das heißt, ja, das fand ich immer richtig cool. Aber bleiben wir mal gespannt, wie das sein wird, wenn wir uns die Geheimbasen am 28. November mal anschauen, wenn das Spiel rauskommt. Sind wir mal gespannt. Weiterhin habe ich euch was zu sagen über die Pokémon-Wettbewerbe. Die wurden auch so ein bisschen umfunktioniert. Und zwar heißen die jetzt nicht mehr Supergeheim. Was für Supergeheim? Und zwar heißen die jetzt nicht mehr Pokémon-Wettbewerbe, sondern Pokémon-Wettbewerb Live. Da hat sich auch wieder was verändert. Erstmal, ihr kennt ja diese fünf Eigenschaften, die es ja in diesem Spiel gab, ja? Also Coolness, Schönheit, Anmut, Klugheit und Stärke. In Alpha Saphir und Omega Rubin ist das so, dass sich da eine Eigenschaft geändert hat. Und zwar ist es die Putzigkeit. Die wurde anstatt der Anmut jetzt eingeführt. Ist aber das gleiche, halt nur eine andere Eigenschaft, in der man da antreten kann.
Und mit den Rängen sieht das auch eigentlich vollkommen wie immer aus, ja. Also, da gibt es den Normalrang, den Superrang, den Hyperrang und den Meisterrang. Ja, und das ist auch wie in diesem Spiel so, wenn man den ersten Platz belegt, kann man in die nächste Klasse vorrücken. Und bei den, in der nächsten Stadt, wo der Pokémon-Wettbewerb ist, kann man dann auch antreten. Das heißt, in Wiesenflur war ja der Normalklasse-Wettbewerb, ne? Das heißt, in... War das... Ja, keine Ahnung. In der nächsten Stadt hätte man dann zum Super... Zur Super-Arena. Zur Super-Wettbewerbshalle hingehen können, so. Ne? Was auch noch wieder gleich geblieben ist, ist der Ersteindruck, den man da hat, wenn man sich... wenn man da angetreten ist. Es gab ja da immer so einen Ersteindruck. Ja, die Leute haben sich ja immer so im Publikum so gefragt, yeah, cool, cool. Da kamen ja auch immer diese Herzchen und alles, ne? Und das Ding ist, das gibt's wieder auch. Und das nennt man auch diesen guten Eindruck. Und den bekommt man durch erhöhte Wettbewerbswerte. Und die erhöhten Wettbewerbswerte bekommt man durch die Pokeriegel, die man macht. Das heißt, es gibt auch wieder Pokeriegel. Und ganz kurz bevor ich hier wieder weitermache, das werden wir auch noch später erkunden, meine Freunde. Hier kommt man auch noch rein. Das merken wir uns auf jeden Fall schon mal vor. Ja. So, weiter im Tango, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Und zwar, ja, es geht wieder um die Pokémon-Wettbewerbe. Ich war ja bei den Pokeriegeln stehen geblieben, ne? Und zwar, man hat ja, ja, man hat ja auch wieder eine neue Figur eingefügt in dem Spiel, Omega Rubin und Alpha Saphir, und zwar heißt sie Xenia. Was ist an der so besonders? Ganz einfach, das ist die, einfach gesagt, die Ikone in Höhen, ein Wettbewerbsstar, und die schenkt euch ein Pokeriegel-Set und macht euch Mut, so an den Wettbewerben teilzunehmen. Ja, also da hat man wieder so ein paar, so eine Person eingebaut, mit der man da versucht, die Mitspieler zu motivieren, auch mal an den Pokémon-Wettbewerben teilzunehmen. Ja, das muss ja wohl in Saphir und Rubin ja richtig, ja anscheinend richtig gehatet worden sein, dass man da nicht teilnimmt, dass sie das jetzt so wahrscheinlich einfügen, ja, dass sie da so eine Xenia einfügen, die Spieler dazu ermutigt, ja, die Spieler dazu ermutigt, halt daran teilzunehmen, ne? Weiterhin kommen wir da zu den Kunststücken beim Pokémon-Wettbewerb. Und zwar ist das auch wie in diesem Spiel so. Man vollführt Kunststücke, um das Publikum zu begeistern. Und diese Kunststücke in Form von Attacken können halt auch andere Pokémon aus dem Konzept bringen. Die können die nervös machen und sogar daran hindern, Kunststücke zu vollführen. Also da hat sich jetzt nichts so geändert. Es ist einfach nur so. Ja. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert dabei. Ein, zwei Sachen höchstens. Ja. Und, ja, was man sonst noch so sagen kann, ist Folgendes, und zwar, es wurde diesmal ein Cosplay-Pikachu mit eingefügt ins Spiel. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist im Grunde nichts anderes als so ein Pikachu mit Herzschweif, welches einfach nur so andere Kostüme trägt und am Pokémon-Wettbewerb anscheinend teilnimmt. Und zwar gibt es 5 Arten von den Cosplay-Pikachus. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ist das ein Pikachu, was man hat? Was man sich irgendwo in irgendwo fängt? Oder ist das so eine feste Größe, fest eingebaute Größe im Spiel, die es einfach gibt? Weil man findet jetzt mal nicht von jetzt auf gleich ein herzförmiges Schweif-Pikachu, ja? Also, da bin ich echt mal gespannt drauf, was da auf uns zukommt. Aber auf jeden Fall, diese Kostüme, die Pikachu da trägt, sind auf erstens das Rocker-Pikachu, das Darm-Pikachu, Star-Pikachu, Professor-Pikachu
und Wrestler Pikachu. Wenn ich daran gedacht habe, werden die Bilder jetzt eingeblendet hier auf dem Bildschirm. Und ja. Es soll sogar möglich sein, außerhalb von den Pokémon-Wettbewerben, Fotos von den Lieblings-Pokémon dort zu schießen. Also, das haben sie auch wieder irgendwie aus Pokémon X und Y übernommen. Dass man da Fotos schießen kann. In Pokémon X und Y war das ja so, dass man das von Gebäuden und so machen konnte. Wie sie das jetzt hier machen? Keine Ahnung, ob da auch wieder eine Person steht, die man, der man Geld gibt und dass man dann ein Foto machen kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ausgehen wird. Weiterhin beim Pokémon-Wettbewerb live gibt es Fans. Sollte man gut genug gespielt haben und sollte man sich wirklich zu einer Wettbewerbsikone gemacht haben und sich einen Namen gemacht haben in der Höhenregion als Pokémon-Wettbewerbskünstler, dann gibt es Fans, die am Eingang der Wettbewerbshalle auf den Protagonisten warten. Das Beste kommt noch. Die feuern euch an und schenken euch auch Bären. Also das finde ich cool. Das ist echt mal, da bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Da kann man gespannt sein auf jeden Fall. Also da hat sich Game Freak einige Gedanken gemacht, dass man auch Fans mit eingebaut hat. In diesem Spiel ist das auch so, mit Fans. Das ist aber, na, da muss man erstmal drauf kommen. Es gibt ja hier einen Fanclub in der Pokémon Saphir und Rubin Edition. Es gibt einen Fanclub. Und, ja. Da kann man das ungefähr genauso, da kann man sich das wahrscheinlich ungefähr genauso vorstellen, nur halt in 2,5D und, wahrscheinlich noch ein epischer. Und ja. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da auf uns zukommt, wie gesagt. Das nächste Thema. Schon wieder eine Übernahme aus Pokémon X und Y. Die Massenbegegnungen. Es ist wohl wieder möglich, oder es ist möglich, dass man nicht nur einem wilden Pokémon begegnen kann, sondern gleich fünf. Das ist diese Horde. Diese Massenbegegnung, die ich gerade angesprochen habe. Das soll möglich sein. Sind wir mal gespannt, wie das aussehen wird. In Pokémon X und Y war es ja so, dass man da eine Massenbegegnung hatte. Und je mehr Pokémon man bei der Massenbegegnung gleichzeitig besiegt hat, hat man auch höhere Erfahrungspunkte bekommen. Ich bin echt mal gespannt, ob das hier genauso ist. Kommen wir zur nächsten Neuerung, die auch gleichzeitig auch dieselbe Sparte ist, und zwar Trainermassenbegegnungen in der Höhenregion. Wie ich mir das vorstellen soll, das wird genauso sein wie die wilde Pokémon-Massenbegegnung. Und zwar ist das so, es kommen 5 Trainer an, beispielsweise jetzt Team Aqua oder Team Magma Rüpel, gleich ob, ja, abhängig davon, was für eine Edition ihr habt. Und alle 5 Trainer werden ein Pokémon auswerfen und ihr kämpft dann gleichzeitig gegen 5 Pokémon. Da frage ich mich jetzt, wie hat man sich das vorzustellen? Ich meine, Trainer-Pokémon sind erstens stärker als wilde Pokémon. Und da muss man auch noch sich fragen, wie intelligent sind diese Pokémon, die der Trainer da hat. Also das heißt, wie wird der Trainer da angreifen? Wird das so ein richtig dummer Trainer? Werden das 5 richtig dumme Trainer sein, die anscheinend nur random 1, 2, 3 irgendwas auf, als Attacke drücken? Routenschlag oder sowas zum Beispiel. Oder ob sie da aufs Ganze gehen. Weil dann könnte ich mir vorstellen, wäre das echt unfair, wenn da jetzt 5 richtig schlau programmierte Trainer sind, so als Ass-Trainer beispielsweise, die dann mit den heftigsten Attacken ankommen, 5-mal Hyperstrahl oder sowas, und dann euer Pokémon richtig wegbashen. Also da bin ich echt noch am überlegen, so wie das wohl sein wird. Die nächste Frage, die ich mir so gestellt habe, ist der Tag- und Nachtrhythmus.
Es gab ja bei Saphir und Rubin keinen echten Nacht-Tag-Rhythmus, sondern man hat ja sich die Uhr eingestellt, hatte diese Real-Time-Clock gehabt. Okay, jetzt muss ich kurz eingreifen, ey. Vorsicht, Reptilien, Vorsicht, mach keine Scheiße mit mir. Alter. Da heilen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ja, ne, und auf jeden Fall, es gab hier diese Real-Time-Clock. Man hat sich das ja am Anfang des Spiels ja eingestellt mit der Uhr. Man musste sich das ja sogar einstellen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt hier weder Tag noch Nacht. Also, was heißt weder Tag noch Nacht? Es gibt hier nur Tag. Wir haben einen Sonderbonbon bekommen. Cool. Sehr schön, Nutztier. Sehr schön. Ja, ne, auf jeden Fall frage ich mich halt, wie das sein wird. Wie wird das in Alpha Saphir und Omega Rubin aussehen? Wird es da einen echten Tag-Nacht-Rhythmus geben? Man darf auf jeden Fall gespannt sein, finde ich. Man darf gespannt sein. Worauf man außerdem noch gespannt sein kann, sind die Mega-Entwicklungen. Ja? Und zwar ist das folgendes. Die Mega-Entwicklungen kommen ja aus Pokémon X und Y und wurden da ja zuerst eingeführt, ne? So, und viele haben sich danach, bevor die ganzen Infos zu Alpha Saphir und Omega Rubin rausgekommen sind, haben sich die ganzen Leute überlegt, ah, wie wird das sein? Ah, wird es in Alpha Saphir und Omega Rubin auch noch Mega-Entwicklungen geben? Die einen haben ja gesagt, die anderen haben nein gesagt. Sagen, es wäre untypisch für Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin, wenn es dort Mega-Entwicklungen gäbe, weil das einfach nicht zur Region passt. Viele haben auch gesagt, dass die Mega-Entwicklungen doch in der Kalos-Region bleiben sollten. Aber Game Freak hat sich dafür entschieden, sie anzuführen, auch in diese Region. Und zwar werde ich euch jetzt auch wieder einige Mega-Entwicklungen nennen, die schon geleakt sind, auch schon offiziell bestätigt wurden. Und ich werde euch auch wieder Bilder einfügen. Macht euch gefasst. Zuerst hat man da Mega Lamus, Mega Zubiris, Mega Tohaido, Mega Kamarupt, Mega Altaria, Mega Brutalanda, Mega Metagross, Mega Schlappohr, Mega Galagladi, Mega Ordoch und Mega Diancy. Oder Diancy, ich habe keine Ahnung, wie ich den Namen aussprechen soll. So, meine Meinung dazu, zu den ganzen Mega-Entwicklungen hier, sind durchwachsen. Einerseits ist es zwar gut, dass ein Zubiris eine Mega-Entwicklung bekommen hat. Es ist auch gut, dass ein Tohaido eine Mega-Entwicklung bekommen hat, aber warum einem Brutalanda eine Mega-Entwicklung geben? Warum einem Metagross eine Mega-Entwicklung geben? Warum einem Galagladi eine Mega-Entwicklung geben? Erstens, Mega Brutalanda ist ein richtig starkes Drachen-Pokémon. Zweitens, Mega Metagross ist auch so schon richtig stark. Und drittens, Mega Galagladi. Ja? Also da muss man sich auch mal fragen. War das gut gewählt? Macht man die Pokémon dadurch nicht etwas zu overpowered? Ja. Ich bin mir ja unsicher. Einerseits sage ich, okay, die Mega-Entwicklungen sind, ja, das ist bei mir durchwachsen, wie gesagt. Also, es gibt Pokémon, denen gönne ich das, und es gibt Pokémon, denen gönne ich das nicht. Meine Meinung dazu. So. Kommen wir zu dem Event, was zum Auftakt der, des Spiels ausgegeben wird. Und zwar ein Event. Es gibt eine Eventverteilung. Meine Güte, Mann. Und zwar wird das so sein wie in Pokémon X und Y. Ihr erinnert euch ja noch bestimmt daran, es gab ja die Eventverteilung von einem Flamly.
heißt, man konnte sich in den ersten 2 oder 3 Monaten konnte man sich ja ein Event-Flamly ziehen. Agilität bringe ich Reptine nicht bei. Ja, man konnte sich ein Event-Flamly ziehen bei Pokémon X und Y in den ersten Monaten. Fand ich cool. Habe ich auch genutzt. Vor allem da dieses Mega-Flamly auch eine Mega-Entwicklung bekommen hat, und zwar ein Mega-Logok. Ich habe darauf gestanden, also ich fand das Mega-Logok sah geil aus. Und jetzt hat man das wieder fortgeführt. Jetzt hat man... Jetzt hat man das wieder fortgeführt, und zwar man hat ein schillerndes Tarnhell zur Verfügung gestellt. Ja? Ein schillerndes Tarnhell, das ist ein Mega. Was heißt ein Mega? Das laber ich, der. Ein Shiny-Pokémon. Ja. Das Wort hat mir gefehlt. Nee, das ist ein... Ein Shiny-Pokémon, was man uns dafür zur Verfügung gestellt hat. Und ich find's cool. Das heißt, man hat da so ein graues Tarnhell, was dann auch noch zu einem richtig schillernden Metagross wird. Und ich find's cool. So, ganz kurz, bevor ich hier weiter labere. Das Boot hier machen wir doch nicht. Das machen wir auch erst später. Wir werden hier auf jeden Fall zurückkommen. Und ja, das wären alle Themen, die ich so hätte. Also ich muss sagen, ich freue mich richtig auf Pokémon Alpha Saphir. Und Omega Rubin. Wobei ich mir auch nur Alpha Saphir kaufen werde. Ich habe mir, wie gesagt... Ich war im Besitz einer Pokémon Saphir Edition. Fand die geil. Ich hätte auch eine Pokémon Rubin Edition geil gefunden, nur... Ja, hat sich halt so ergeben, dass ich Saphir habe, ne? Und es sind noch gut 2 Monate bis dahin. Und ich freue mich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich freue mich da auch schon richtig drauf. Ich bin schon richtig gespannt drauf, was da auf uns zukommt. Denn ich gebe zu... Die Höhenregion war meine Lieblingsregion. Ganz einfach aus dem... Ja. Aus dem Grund dessen, weil... Ja, weil ich es als Kind halt richtig gefeiert habe. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, sorry, aber... Ich hab die Höhenregion gefeiert. Ich fand sie geil, ich fand die richtig groß. Was mir am Ende vielleicht noch gefehlt hat, war... Eine Kampfzone, die dann auch ins Smaragd eingeführt wurde. Sodass man auch nach dem Erhalt... Oder... Nach der Pokémon-Liga, dass man da noch die Motivation hatte, weiterzuspielen. Das hat mir da ein bisschen gefehlt. Na klar, es gab ja dieses... Man konnte noch das Rayquaza fangen, aber... Ganz ehrlich... Das sind 20 Minuten meines Lebens gewesen, die ich da noch hingegeben habe. Aber danach, was danach noch kam... Sagt ihr es mir. Ich hatte noch... Den Plan des Wundereilands noch gehabt... Oder durch Xeo. Das werde ich auch in den nächsten Parts bestimmt noch besprechen. Wenn wir mal Langeweile haben. Und ja. Wie gesagt, das wären meine Themen für diesen Part gewesen. Wir müssen auch jetzt eigentlich fertig sein hier. So ziemlich. Wir sind auch fast in Gryffindor City angelangt mal wieder. Wir müssten auch fast alle Trainer weg haben. Es ging doch schneller, als ich gedacht habe. Ich werde es dann auch bei diesem Part belassen. Es müssten wahrscheinlich noch so 2, 3 Trainer sein. Hey, Reptine entwickelt sich, Mann! Glückwunsch, dann Reptine wurde zu einem geilen Gewaldro. Heftig. Ich feier's. Richtig gut. Sehr schön. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann so ein fettes, massives Vieh bitte sehr so eine Agilität von 106 haben?
Sag mir das mal bitte. Ist halt so. Man kann das nicht hinterfragen. Wir sehen, Gewaldor hat sich auch schon ziemlich verändert und auch ziemlich verbessert. Der Angriff liegt jetzt bei 78. Ist damit das stärkste vom Angriff her das stärkste im Team. Finde ich gut. Aber ich glaube, wir haben es jetzt auch ein bisschen zu overpowered gemacht. Und deswegen kommt jetzt Schwalbos dran. Und wird hier enorme Schwalbos-Schellen verteilen. Auf jeden Fall. Hast du dich auch gut mit Sonnenmilch eingerieben? Hast du dich einfach mit meiner Sonnenmilch eingerieben? Hm? Schnucki? Oh Mann. Aber schreibt mir auch ruhig mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wäre echt mal gespannt darauf, worauf ihr euch so am meisten auf Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin freut. Ist es die Grafik? Sind es die Neuerungen? Sind es die Änderungen? Ich bin gespannt drauf. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr Bock habt. So, das letzte Goldini. Dann müsste es auch gewesen sein hier für diesen Part. Mach's gut, Goldini. Ciao. Aua, aua, aua. Ja, meine Kockschellen tun weh. Warum hat man dir das nicht vorher gesagt, Freundchen? Freundinchen. So. Aha. Was haben wir denn da? Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf siege ich. Oh, süß. Was hast du für ein Pokémon? Ein Azurill? Oder ein Pichu? Das hätte ich jetzt nicht so getraut. Wie können bitte diese kleinen Planscher-Mädchen bitte ein Pokémon auf Level 27 gelevelt haben? Wie geht denn das bitte? Das müssen auch voll die Vollpros sein. Wenn die in meinem Alter wären, hätten die auch schon ein Level 100er Merrill. Oder Azumerrill. Habt ihr euch das nicht auch schon mal gefragt so? Hey, großer Trainer, kämpfst du mit mir? Hm. Das ist total unlogisch. Echt? Anstatt da mal so Triathlon-Trainer hinzustellen oder Ass-Trainer, nein, Planscherinnen auf Level 27, ein Merrill. Die haben das doch locker von ihren Eltern hochtrainiert bekommen und haben das dann von denen geschenkt bekommen oder so. Kann ich mir so gut vorstellen. Echt. Also diese Pokémon-Logik, die darfst du echt nicht hinterfragen, sonst machst du dir später nur Gedanken über sowas. Über so einen Scheiß. Oh, du bist aber stark. So. Kommen wir als nächstes. Guckt euch mal diese Frau an, mit einem viel zu kleinen Schwimmreifen um den Hals. Und keine Ahnung was für einen Anzug. Meine Kinder sind mit meinem Pokémon zusammen. Da sind sie gut aufgehoben. Ach so. Ach, du bist gar keine Trainerin. Sorry, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich dich nicht beleidigt. Ja, ja, ich habe alles gehört, Kind. So, seht ihr, jetzt sind wir auch schon... Ja, wir sind da. Ich gucke nochmal hier außen rum, ob hier vielleicht noch was ist. Ob ich nicht vielleicht einen Trainer übersehen habe oder so. Du vielleicht? Aha. Hey ja, schau dir meine gemeißelten Vollmatrosen an. Das nennt man einen Schnitt. Auf welchem Film bist denn du bitte? Da müsste unser Schwalbos jetzt auch schon auf Level 32 kommen, ne? Entschuldigung, Level 32! Boah. Also die Initiative von Schwalbos, Ellie, da hast du echt nichts gegen zu sagen. Da kann man echt nicht meckern. Doch diese Power, das ist krass.
Ich muss mir auch mal langsam überlegen, was mein viertes Teammitglied wird. Also, da muss ich echt noch gucken. Was ich mich auch immer gefragt habe in meiner Jugendzeit als Pokémon-Spieler. Man kann die von mir aus nicht angreifen. Andererseits können die einen von mir auch aus nicht sehen. Sobald ich mich hier hinstelle und die anspreche, geht's auf einmal, ne? Logik. Logik. Logic as fuck. Junges Glück, Geli und Ole. Sterbt, bitte. Sterbt. Ich weiß nicht, ich bin in so einem, was so einen Punkt angeht, bin ich so eine Grumpy Cat. Falls ihr das kennt, das ist so eine Katze, die alles und jeden hasst. Oh, bitte. Zögert den Kampf nicht raus. Gibt's doch nicht. Oh, fuck. Alter. Sorgen wir erstmal hier für ein bisschen Action. Boah, zum Glück wurde Gewaldo nicht getroffen. Das wär's gewesen. Das wär's, glaube ich, gewesen für ihn. Halt's Maul, ich bin gut. Ich bin Gewaldo. Ich bin unsterblich. Unsterblich bist du erst mit deiner Megaform. Na, Freundchen? Nun, ich gebe mich geschlagen. Ihr gebt euch geschlagen. Ihr Lappen. Geht euch auf den Sack. So, ich guck nochmal hier durch. Aber das müsste alles gewesen sein. Jo. Leute. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr euch diesen Part angeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich in Maldenfroh City. Weil es dort auch noch eine kleine Sidequest gibt. Bevor es weitergeht. Bleibt dran, Leute. Ciao.